Jeder hat das Recht, Komma, seine Meinung in Wort, Komma, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Punkt. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Sagen wir das. Du reißt dann aber auch ganz aus der Stimmung. Was? Weil man das gar nicht oft genug sagen kann. Das ist schön. Warum singen wir das? Weil Sagen nichts mehr nützt. Ist was? Sag mal, hörst du schwer? Ja, stört mich sehr. Wir kämpfen für die Pressefreiheit. Dämpfen die Pressefreiheit? Oh, dämpfen ist gut, ja. Sag mal, hast du überhaupt nicht mitgekriegt, was du eben so schön gesungen hast? Doch, ich habe meine Stimme gesungen. Hier. Jeder hat das Recht, frei zu richten. Die Pressefreiheit findet nicht statt. Sag mal, hast du Tomaten auf den Ohren? Wieso bin ich zum Diplomaten geboren? Bloß weil ich schwer höre? Halt es mal. Komm, setz dich schön hin, stör nicht. Lies dein Augsburger Bistumsblatt, es lenkt ab. Von der Pressefreiheit. Jetzt hört er wieder. Nein, ich meine, von der Pressefreiheit will ich nichts wissen. Deshalb sollst du ja auch dein Augsburger Bistumsblatt lesen. Wir singen jetzt das Lied von der Lex Simulantia. Wieso Simulantia? Nicht Stimulantia, Simulantia. Kommt von simulieren, das heißt vorschützen. Du sag mal, kann man nicht wenigstens das Wort Lex ein bisschen abmildern? Von Flensburg bis nach Kufsteinfeld, für manche noch vom Etschenfeld ein lexueller Schatten. Doch was davon die Presse hält, stets ausgenommen, wenn Christ und Feld verschweigen die Debatten. Was hält unsere Presse? Ihr Niveau! Ach du Donnerwetter. Das ist aber schön. Was? Ja, hier, ich habe was Interessantes gelesen hier. Ein Zitat vom Innenminister Höchel, der hat gesagt, es gibt kein anderes Land auf dieser Welt, in dem es so freiheitlich zugeht wie bei uns. Du sag mal, verbringt er seinen Urlaub auch immer nur in Spanien? Wie frei ein Land ist, zeigt sich immer an seinen Grenzen, die es sich zieht. Und wenn es an diese Grenzen gerät? Dann heißt es meistens... Presse vorzeigen, bitte. Oh, ist schon so weit, dann muss ich aussteigen. Ich sagte Presse vorzeigen. Ist ja noch schlimmer, bin ich ja schon eine Station zu weit gefahren. Aber hat er das schon lange? Nein, erst seitdem er das neue Strafgesetzbuch gelesen hat. Oh, das wisst ihr, dass wir uns danach schon strafbar gemacht haben. Wieso? Nur weil ich gesagt habe, dass er seitdem schwer hört? Ja, ist eine Verletzung des persönlichen Lebens- und Geheimbereichs. Du, warte mal, ich habe den Entwurf des neuen Strafgesetzbuches draußen. Was hast du? Ja. Was hast du? Wo hast du denn den schon wieder her? Ja, den hat ein Abgeordneter liegen lassen. Was die in letzter Zeit so liegen lassen, ist ja ungeheuer. Unordentlich sind die Jungs. Doch, wieso ist das jetzt schon hier? Da ist doch morgen erst die öffentliche Ziehung. Die Lesung, die erste. Entschuldigung. Man kann sich ja mal zu seinen Gunsten versprechen, nicht? Hoffentlich kommt einer zur Ziehung. Ja, aber jetzt haben wir so ein Ding hier in der Hand. Kein Wunder, dass die Öffentlichkeit so informiert ist. Das reißt ja ein, hör mal. Also pass mal auf, wie hieß der Paragraph 182? Wer ohne verständigen Grund eine ehrenrührige Behauptung tatsächlicher Art über das Privat- oder Familienleben eines anderen öffentlich Es kommt mal vor wie Nachrichtensprecher mit. Öffentlich aufstellt oder verbreitet, wird ohne Rücksicht darauf, ob die Behauptung wahr oder unwahr ist, mit Gefängnis bis zu 2 Jahren bestraft. Moment, seit wann ist es ehrenrührig, wenn ich sage, einer hört schwer? Weil das dich gar nichts angeht. Ach so. Ja, aber wenn ich das nur beweisen kann. Absatz 2, über die Wahrheit der Behauptung darf kein Beweis erhoben werden. Sag mal, dann kriege ich also 2 Jahre nur, wenn ich behaupte, dass der Schatzmeister der CSU, der Frauendorfer, dass der SS-Sturmbannführer war? Nein, dann kriegst du 4 Jahre. Nach Paragraph 182? Nein, nach Paragraph 175. Was denn? Wer auch? Nein, das, was du meinst, das ist jetzt nach dem neuen Paragraph 216. Oh, muss man wieder umlernen, man war so daran gewöhnt. Immer an der Folkloristik-Boss uns herum, nicht? Sag mal, du,
Dann kriege ich also 4 Jahre, nur wenn ich behaupte, dass der Frauendorfer SS-Sturmanführer, da genügen doch auch 2 Jahre. Für den Frauendorfer? Nein, nein, für mich. Ach, so rum geht das jetzt schon wieder. Ja, also warum kriege ich nur 4 Jahre? Sag ich doch, Paragraph 175, wegen Kundgabe von Missachtung. Moment! Wo liegt da jetzt die Missachtung? Dass der CSU-Schatzmeister ist? Oder weil er SS-Sturmbannführer war? Nein, weil er Obersturmbannführer war. Moment! Moment, das heißt aber ausdrücklich eine Behauptung über das Privatleben. Naja, was sagt der Richter? Was der Herr früher getrieben hat, ist eine Privatsache, ne? Und darum unser Lied. Halt die Presse! Wieso? Ich habe ja gar nichts gesagt. Wo ist denn der Schuft gewesen? Ja, ja, was Duftes habe ich gelesen. Hier. Es gibt kein anderes Land auf dieser Welt, in dem es so freiheitlich zugeht wie bei uns. Das ist ein Zitat von Höcher. Das hast du doch schon mal gesagt. Das hast du doch schon mal gesagt. Ja? Ja. Von daher kam es mir so bekannt vor. Um Gottes Willen, da muss ich mit meinem Gedächtnis Oversicht stimmen, Mensch. Ich habe das Gefühl, der ist heimlich bei der CSU. Was? Weil er schwer hört? Nein, weil es mit seinem Gedächtnis auch nicht mehr ganz stimmt. Willst du damit etwa behaupten? Ja. Nee, das stimmt gar nicht. Die CSU vergisst niemanden was. Ja, ja, die CSU vergisst keine gute Tat. Guten Tag. Guten Tag. Oh. Die CSU vergisst kein gutes Werk. Ach so. Was mit Gutenberg? Jetzt hat er sein Gedächtnis wieder. Ja, also, wie steht nur die CSU zu Gutenberg? Gutenberg, Erfinder des Buchdrucks mit gegossenen, beweglichen Lettern. Das ist ein toller Mann, ja. Das ist ein Meister der sehr schwarzen Kunst. Ist das. Guck mal, sein Gedächtnisschwund ist nur partiell. Ja, ich sag ja, er ist heimlich bei der CSU. Mhm. Willst du damit gesagt haben? Ja, wieder. Ja, dann pack deine Zahnbürste. Was? Paragraph 393, Verrat eines Staatsgeheimnisses. Du, das ist aber Blödsinn. Da hat's doch keiner Fremdenmacht verraten. Nein, aber der SPD. Und die sind im Land Niederbayern immer noch Kommunisten. Nein, die Kolumnisten haben das nicht gesagt. Der Höcherl hat gesagt, es gibt kein anderes Land auf dieser Welt, in dem es so freiheitlich... Also ich kann mir nicht helfen, wenn er das noch ein paar Mal sagt, dann glaube ich's. Ja, das ist ja eben der Effekt. Deswegen haben unsere Väter ja meistens alle so niedrige Mitgliedsnummer bei der NSDAP. Ja? Du, ich habe einen Onkel in Würzburg. Da gratuliere ich aber. Der war gar nicht drin. Oh, der wird das jetzt aber schwer haben, du. Dem Manne kann geholfen werden. Ja? Ich kenne einen, der kennt einen. Oh. Und damit fängt schon mal an. Das ist schon viel wert. In Würzburg, da fängt's an damit, du, ja. Und der kennt den Oberbürgermeister von Würzburg, den Zimmerer, den Dissertationszimmerer da, denn. Ach, den. Den Engel mit der Standarte da, denn. Was? Posaune. Der hat die Instrumente gewechselt. Also, na, ist egal, jedenfalls spielt er falsch. Also, ja. Der... Du! Ja, ich weiß, habe ich gestern noch nicht gesagt. Man kann ja auch was Neues sagen, ne? Stimmt auch. Völlig. Also, ich hatte es gehört. Also, es ist nämlich so. Also, ja. Der Oberbürgermeister, der kennt also den ehemaligen Rassenideologen Professor Dr. Schiedermeier. Auch in Würzburg. In Würzburg. Und der hat alte Beziehungen zu anderen alten Nazis. In Würzburg. In Würzburg. Und der hat eine dolle Nummer. Ja, 2.677.304. Aha, später Mitläufer. Mhm. 15. April 1933. Du, der ist so genau, der hat Material aus dem Osten, das Ferkel. Nein, das meine ich. Ich meine, er hat eine dolle Nummer bei dem Professor von der Heitel. In Würzburg. In Würzburg. Ja, nun mal das Zitat von Höcherl, ja? Ja. Juhu. Das Zitat von Höcherl. Wer ist Höcherl? Jetzt hat er den Ohr schon vergessen. Ja, er hat ihn geistig verdrängt. Ich dachte, das muss man bei dir mit anderen Mitteln versuchen. Ne? Das geht auch so, siehst du. Also jeden... Ich bin artig, ja. Also pass auf, das ist so. Der Schiedermeier, der war nämlich, wenn dein Onkel nochmal nachträglich... Ja, bitte. Ja, der war Hauptsturmführer. In Würzburg? Nein, im Reichssicherheitshauptamt. Und der kannte auch den Professor Raschhofer und der war auch... Im Reichssicherheitshauptamt? Nein, in Würzburg. Da muss ein Nest sein. Ja. Also, jetzt weiß ich auch, warum der von der Heid gesagt hat, man soll nie sein eigenes Nest beschmutzen, nicht? Also bei dem Nest... Von Glocke bis nach Würzburg, manche, der sich nicht gestellt, jetzt endlich die Entscheidung, ob man in unserer Pressewelt die Fresse oder Presse hält.
Ist Wahrheit Eheabschneidung? Also wahr ist, dass wir uns jetzt alle nach dem neuen Strafgesetzbuch schon ein paar Jahre eingehandelt haben. Ja, 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 nach Paragraph 175 bin ich, kann ich nicht dran gewöhnen. Kundgabe von Missachtung. Ja, das ist auch schwer, wo das früher das Gegenteil war. Also in der Nummerierung sind Sie instinktlos, nicht? Ja. So, also wenn wir uns strafbar gemacht haben, dann nach Paragraph 301 Belästigung der Allgemeinheit. Das ist aber Unsinn. Da möchte ich wissen, unter was Springer fallen müsste. Brunnenvergiftung. Ich möchte wissen, ob ich nicht öffentlich verbreiten nein, darf. Nein, nein, nein. Lass mich mal lesen, du. Ja. Ich habe dann einen anderen Paragraph 452. Da ist er. Wer während eines Strafverfahrens dessen künftigen Ausgang oder den Wert eines Beweismittels vor dem Urteil des ersten Rechtszuges öffentlich... Das heißt mit anderen Worten, wenn die Spiegelgeschichte normal passieren würde... Sitzt der Augstein unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dann säß er noch heute. Säß er der Strauß. Was? Noch im Amt. Ach so. Wären die Fieberakten früher weg gewesen? Wäre nichts außerhalb der Legalität geschehen. Wieso? Weil innerhalb von 10 Monaten gar nichts nach außerhalb gedrungen wäre. Hätte es nie eine Kabinettskrise gegeben. Hätte die SPD nie 61% bekommen? In Würzburg. Nein, in Berlin. Von Hamburg bis nach Passau hin, da säß die ganze Presse drin. Auch Höfer, Hafner, Springer. Man hält die Presse höflich hin, man hält ihr laut den Köder hin und öffnet leist den Zwinger. Nein, der Zwinger hat es nicht gesagt, das hat der Höcherl hat gesagt. Raus! Nee, raus hat er nie gesagt, der hat gesagt, es gibt kein anderes Land auf dieser Welt, in dem es so freiheitlich zugeht wie bei uns. Also ich kann dieses Geschwätz von Pressefreiheit, Freiheit, Freiheitlich, ich kann es nicht mehr hören. Ja, die Leute überbewerten das ja. Ja, ja, stimmt, der Höcherl hat auch schon zu verstehen gegeben, dass er das Geschwätz über hat. Hat er gefasst? Ja, ja, ja. Und dann tun wir ihm den Gefallen, nehmen wir das Wort freiheitlich raus. Wie heißt das Zitat dann? Es gibt kein anderes Land auf dieser Welt, in dem es so zugeht wie bei uns. Anzeigenname, Sektionschef. Bitte schön. Agnes Göttgen, Frau, ja. Ja, ja. Schön, dass Sie nochmal anrufen. Ja, so geht es nicht. Nein, so geht es nicht. Sie schreiben hier in Ihrer Annonce, schreiben Sie hier, Klavierlehrerin sucht Zimmer mit Bett, in dem auch Unterricht erteilt werden kann. Das geht nicht. Wieso nicht? Ja, wenn Sie Klavierlehrerin schreiben, dann nimmt sie doch kein Mensch. Ja, schreiben Sie Pianopädagogin. Ja, und dann suchen Sie kein Zimmer, sondern suchen Sie ein Apartment. Zimmer vermietet kein Mensch mehr. Und dann nehmen Sie das Bett raus, die Frau. Ja, aus der Annonce natürlich. Ja, dann heißt die Annonce jetzt also Pianopädagogin. Sucht Apartment mit Couch zu erzieherischen Zwecken. Ja, bitteschön, Käfer, bitteschön, ja, ja. Viel Erfolg, ja. Wenn die Leute mich nicht hätten, würden sie glatt annoncieren, was sie wollten. Guten Tag. Guten Tag. Ich wollte nicht stören. Sie sollten sich was schämen. Bitte? Sie sollten sich verschämen, mich so anzuschwindeln. Wie kommen Sie denn darauf? Ja, wer zu mir kommt, will mich doch stören, es sei denn, er will gar nichts von mir. Also, was wollen Sie bitte? Guten Tag. Ja, es war bereit. Ich wollte eine Annonce aufgeben. Ah, sehen Sie? Sehen Sie? Ja, aber es ist eine etwas außergewöhnliche Annonce. Ah, ja. Verstehe. Ah, kennt ihr meine Leute? Sie haben Kontaktschwierigkeiten. Ich habe bitte was? Sie leiden an erotischer Kontaktarmut. Hören Sie mal, meinen Sie, damit würde ich zu einer Zeitung gehen? Sie glauben gar nicht, wie viele Leute mit dieser Mangelerscheinung heutzutage bei einer Zeitung beschäftigt sind. Hören Sie mal, sehe ich so aus? Ja. Ja, aber das werden wir gleich haben. Pass auf, da machen wir eine kleine Annonce. Da schreiben wir, verschlafene Enddreißiger sucht gleichgesinnte Partnerin. Das geht mir entschieden zu weit. Ja, haben Sie recht. Ja, ist ein bisschen zu deutlich. Ja. Da schreiben wir, junger Sportangler sucht Wochenendfisch, der ab und zu mal anbeißt. Sie verkennen offenbar völlig den Zweck meines Hierseins. Und Sie offensichtlich den Sinn Ihres Daseins. Ich sehe den Sinn meines Daseins nicht im Anbeißen von Wochenendfischen. Ich bin nicht zum Anbeißen. Stimmt, haben Sie recht. Ich würde auch keinen Zahn rühren. Also nehmen Sie jetzt meine Annonce auf, oder nicht? Ja, natürlich, bin jetzt nichts anderes da. Entschuldigung, Moment. Anzeigername, Sektionschef. Bitte? Was haben Sie? Einen alten Hals? Ja, da kann ich doch nichts dafür.
Ich hätte auch gern einen neuen. Ach so, der heißt Hals. Hals Franz. Ah, schon wieder Gemälde, ja. Ja, dann kommen Sie mal rüber mit dem Schinken. Ja, am besten bringen Sie den Maler gleich mit. Was ist der? Tot? Sehen Sie, was am alles passieren kann, ne? Sagen Sie, haben Sie damals auch zufällig was in den Uffizien geklaut? Wie bitte, wo was? Ich meine, ob Sie als Soldat im Louvre oder einer anderen Räucherkammer damals einen alten Schinken haben mitgehen lassen. Nein, ich habe nur ein Hitlerbild aus dem Haus der Kunst entfernt. Und was haben Sie damit gemacht? Bin damit zu einem Fleischer gegangen, habe ihn gefragt, was er mir dafür gibt. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, wenn ich sein Führerbild mit verschwinden lasse, sieht er von einer Anzeige ab. Das ist mit dem Dürerbild nicht passiert, ne? Ich kenne einen Bruder von mir. Oh, da haben Sie aber Glück. Ich meine, also einer, der bei uns in der Familie war, ja? Den kannte ich. Ah ja, ja, ja. Und dieses war zufällig Ihr Bruder. Ja, es traf sich so. Und der hat damals ein echtes Schwein gehabt. Der war damals Amerikaner. Ich sage ja, der hat ein echtes Schwein gehabt und dafür hat er heute einen echten Renoir. Und den fährt er immer noch? Nehmen Sie jetzt meine Annonce auf, oder nicht? Ja, ich bin jetzt für nichts anderes da. Entschuldigung. Anzeige an meinen Sektionschef. Bitte? Annonce, ja, ja. Moment, ich notiere. Text, bitte. Alternder Playboy sucht jungen Vertreter für dringende Fälle. Wie oft? Na, ich meine, ob täglich oder... Oder ob die Annonce nur samstags... Achso, dann müssen wir mit Ihrem Vater noch drüber reden. Bitteschön, ja. Sagen Sie, wäre das nichts für Sie? Ich glaube, es handelt sich hier um eine Halbtagsbeschäftigung. Danke, nein, ich alterniere nicht gern. Also nehmen Sie jetzt meine Annonce. Ja, auf, ich Skolle, Doktor. Skolle, Doktor. Skolle. Kennen Sie den? Fernsehkritiker, sieht etwas schizophren aus. Nein, der schreibt unsere Leserbriefe. Ja. Ist ja gar keiner vorbeigekommen, warum ziehen Sie denn die Mütze? Um die Zeit ziehe ich immer den Hut vor dem Niveau unserer Zeitung. Warum denn da? Einer muss es ja machen, nicht? Also nehmen Sie jetzt meine Annonce auf, oder nicht? Ich bin... Besetzt. Dankeschön, ja. Also, notiere. Text, bitte. 5x5. 5x5. Täglich. Täglich. Text, bitte. Nie wieder Krieg. Nie wieder Krieg. Nie wieder was? Nie wieder Krieg. Entschuldigung, was versprechen Sie sich davon? Nur Gutes. Ich meine, was haben Sie sich dabei gedacht? Das wird Sie doch eine Menge Geld kosten. Mindestens 21,50 täglich. Wenn nicht mehr. Was heißt, wenn nicht mehr? Ja, stellen Sie doch mal vor, wenn das rauskommt, denken Sie mal an Ihre Freunde, an Ihre Bekannten, an Ihre Vorgesetzten. Das gibt ja einen riesigen Skandal, gibt es ja. Sagen Sie mal, sind Sie Kommunist? Nein, noch, also na, nicht, dass na, ich na, wüsste. Aber irgendwas Verbotenes sind Sie bestimmt, was? Ja, ich komme jetzt nicht ganz... Sehen Sie mal, nie wieder Krieg, das sagt man doch. Haben Sie das noch nie gesagt? Ja, im Krieg. Und kurz danach nochmal. Aber ich meine, ich mache doch keine Annonce. Ja, das ist eine Idee von mir, das ist mein Privatpostulat. Ich bestehe darauf. Also bringen Sie mir doch bitte nicht in solche Schwierigkeiten hier. Sie glauben ja nicht, was wir hier für Inserenten verlieren, hier nur wegen dieser einen Annonce hier. Das verstehe ich immer noch nicht. Ist das irgendwie unmoralisch? Ist irgendjemand für den Krieg? Nein, sind natürlich alle für den Frieden, nicht? Aber ich meine, nie wieder Krieg, das ist doch ein Unterschied. Ah ja? Ich weiß gar nicht, was das ist. Also nehmen Sie jetzt meine Annonce auf, oder nicht? Gehen Sie doch damit zur Konkurrenzzeitung. Da komme ich gerade her. Ha. Und die haben das auch nicht genommen. Und da meinen Sie, dass ich...
Nein, 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 nein. Sagen Sie mal, was sind Sie eigentlich vom Beruf? Chefredakteur. Oh. Bei der Konkurrenzzeitung. Ich wollte einmal in einer Zeitung meine Meinung sagen. Tatütatung, singe, singe, sing, Benzinheizung. Chin man wing bambino chow, linge, linge, langsam, ten man tau. Chu en lai, ma uzitung, chin man scheiße umleitung. Lizitin, husten bonbon, johin bin gin seng, pling, plong. Noch ein Gedicht. Wali mi wo chin ding dang, chin matun lenin ding dang, Sozialismus hu hu hu. Noch ein Gedicht. Nein. Erlauben, mein Name ist Ming Wing Ho, bin Chinese, bitten um Verzeihung. Ich kann nicht sprechen L, dafür ich spreche L. Bitte nehmen Lücksicht. Neulich mich lassen kommen Genosse Parteisekretär und sagen, Ming Wing Ho, ich haben hier viele imperialistische Zeitungen, Leine Shell Melkul, Bild Zeitung und Plavda. Überall stehen geschrieben von große Erfolg von russische Dichter Jewgeni Jewtuschenko in Deutsche Bundesrepublik. Wir müssen Situation ausnutzen. Du fallen als chinesische Dichter in Deutsche Bundesrepublik. Erzählen viel von Kung Fung Tse, von Bambus und von Lotus, von Lao Tse und Li Tai Pe und zeigen viele Fotos. Den Deutschen muss man viel Musik und Fländedichtung zeigen. Doch kommt Gespräch auf Politik, dann lächeln, aber schweigen. Bla, bla, blä, blä, minne man schenkt die Papo. Singe, singe, sing Shanghai, dinge, dinge, ding Hongkong. Tandaladai, tandaladai, ding, dong. Ich bekomme große Angst und sagen zu Genosse Parteisekretär, aber ich bin gar keine Dichter. Warum du nicht schicken lichtige Dichter? Mao Zedong, Mao sein große Dichter. Genosse Parteisekretär sagen, wir müssen schicken junge Mann, soll gut aussehen und immer lächeln. Ob Dichtel oder nicht Dichtel, ist nicht wichtig. Chinesische Sprache klingen immer wie Gedicht und deutsche Übelsätze machen aus allen Dichtung. Aber ich sage, Genosse Parteisekretär, warum ich muss in Deutsche Bundesrepublik? Genosse Parteisekretär sagen, Deutschland ist Feind von Russland. Russland ist Feind von China. Also ist China Freund von Deutschland. Du immer machen Propaganda für China und immer lächeln. Ich sage, nun gut. Und lesen Berichte in Zeitungen über Besuch von Jewtuschenko in Bundesrepublik. Ich bekomme große Freude. In Deutsche Bundesrepublik die Menschen ganz benommen, von Fländedichtung und Musik bestimmt auch ich willkommen. Ich wohne nun im Klang Hotel und werde eingeladen zum Frühstück bei Malia Schell, ein Schwätzchen kann nicht schaden. Bla, bla, blä, blä, mine man schenkt pipapo, singe, singe, sing Shanghai, dinge, dinge, ding Hongkong. Tandaladai, tandaladai, pling, plong. Genosse Parteisekretär sagen, westliche Welt haben Angst vor China. Du musst westliche Welt Angst vor China nehmen. Ich also spreche zu deutschen Menschen in Bundesrepublik. China, große Kulturland, haben erfunden Papier, Porzellan und Pulver.
können damit machen, was sie wollen. Palpilze leisten, Polzellan zerschmeißen, Pulver verschießen. Flühl China, schwaches Land, wollte nicht kämpfen, aber heute China gelüstet. Das muss ganze Welt melken. Auch Kluschtschow muss spülen, weil China Klos macht. China haben lange geschlafen, aber heute China aufgewacht und leckt seine Glieder und versetzt ganze Welt in Schlecken. Menschen im Imperialismus können nicht übel leben. Übel leben können nur Menschen im Kommunismus, weil Kommunismus haben bleite Lücken. Ganze Welt muss folgen Hammel und Sichel. China muss übel nehmen Fühlung in Kommunismus, weil Kommunismus in China gehen in die Pleite. Und wenn China Kommunismus in die Pleite, übel all große Befriedigung. Kommunismus muss siegen, denn Kommunismus und Humanismus, das leimt sich doch. Ich also übel China belichtet als Botschafter von gutem Willen und überall große Applaus. Ein Interview im Fernsehen und in der Abendzeitung, ein allgemeines Aufsehen und Polizeibegleitung, ein Abend im Sophiensaal in Schwabing eingetwistel, zum Tee bei Nazi-General und Sprechen mit Minister. Bla, bla, blä, blä, mine Manschen, pipapo, singe, singe, sing, Shanghai, dinge, dinge, ding, Hongkong, tandaladai, tandaladai, pling, plong. Große Erfolg zeigen, dass Deutsche lieben chinesische Kultur und chinesische Kommunismus. Chinesische Kommunismus ungefährlich. China haben große Maul, lange bevor Ulbricht. Chinesische Kommunismus leben in die Zukunft. Wie weit, ich kann nicht sagen. Weil Deutsche lieben an China asiatisches Geheimnis. Madame Butterfly, Land des Lächelns, Pagoden, Mandalinen, chinesische Küche, Chinin, Opium, das lieben Deutsche. Deutsche lieben chinesisches Volk, aber nicht chinesische Legierung. Chinesen lieben deutsches Volk, aber nicht deutsche Legierung. Aber das macht nichts, weil im Krieg kommen immer nur zusammen Völker und nie Legierung. Und deswegen wollen China, dass alle Völker zusammenkommen, wegen Verständigung. Bla, bla, blä, blä, mine Manschen, pipapo, tandaladai, tandaladai, bye, bye. Wenn's am deutschen Herd schon einmal geht, was lange wird und erhört. Hört, 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 wie man es betört, wenn das Volk sich wehrt und aufgeklärt sich mal empört und erhört. In der dritten Fragestunde doch. Leider war es nicht Kopf.
Punkt an der Hand, was er kommt von Deutsch. Des Ministers Stimme kam der Schlimme und den verkehrten Herrn Strauß. War zu früh man hinaus, nun war es der Namenswetter, Donnerwetter von den Stirnen, vielen Bretter. Der Minister tief beleidigt, hat sich kaum noch selbst verteidigt, nutzlos mühten sich die Retter. Nur ein bisschen außerhalb der Legalität wurde das gedreht, auch das Grundgesetz hat Löcher, meinte Höcherl, und der Kanzler hob sein Knöchel. Machen Sie doch keinen Tumult, haben Sie nur Geduld, ich bin dann schuld, da die Leute mit Biederminen Geld verdienen am Verrat an mir und Ihnen. Doch, das war das Zeichen für manche in dem Land. Strauß hat zu weichen, das liegt auf der Hand. Das muss doch reichen, dass du dich endlich entfernst. Ist er mir schlecht? Die Lage ist doch viel zu ernst. Gesteht du Angst, drum geh, wie du kannst. Er geht nicht freiwillig, da nicht heraus. Bei SPD und FDP und auch in den Reihen, das muss man verstehen, der bei den christlichen Parteien sah mancher bald ein. Jetzt müsste er gehen, was jeder schreit, er müsste gehen. Dies ist nix gescheit, das werden wir sehen. Wie legt's am hintern Tür zur Macht, so leugnet das Kreuz. Er müsste in die Wüste, schickt ihn nach Afrika. Er müsste in die Wüste, nein, nein, das wär noch zu nah. Er müsste in die Wüste gehen. Aus Wüsten! Geht er oder bleibt er da? Es ist ja schließlich nicht so wichtig, wer als das überhaupt jetzt einer geht. Und wo der Justizminister und sein Rücktritt eh schon so lang fleht. Da ziehen wir die Sache nicht am richtigen Zopf. Das Volk verlangt ja leider einen größeren Kopf. Drum packt doch die Gelegenheit jetzt endlich am Schopf. Noch ist es nicht so spät, jedoch Franz Josef fühlte sich noch immer auf der Höhe. Dulli, 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 da sagten alle fünf Minister von der FDP ihren Ministerien ade. Und damit brachten sie die anderen 15 auch dazu. Von der CDU und der CSU, sogar Herr Strauß fiel aus bei diesem großen Ausverkauf. Aber das fiel kaum noch jemand auf. Kein Kabinett mehr am Bein, so was ist natürlich mein. Das möchte er beibehalten. Dann bin ich endlich allein, niemand redet mir mehr rein. Was könnte er sich entfalten? Ach, aber die Verfassung verlangt ja danach. Aber erst muss man sehen, wie man kriegt, ehe man wieder was flinkt. Das ist verzwickt. Wir von der FDP, wir essen nicht mit Herrn Strauß. Nehmen wir ihn. Ja, glauben Sie, ich ess mit Ihnen aus Sympathie. Nehmen wir ihn. Was wird nun gar? Dann ist doch klar. In einem Jahr. Wie immer war. Darüber komm ich mit dem Herrn Wehner schon klar. Den holt er aus der Welt. Ein neues Wahlrecht mach ich dann und die FDP. Die schickt er in die Welt. Schmeißen wir raus mit Unterstützung der SPD. Auf den Malach, nee. Und die allein. Den ganzen Verein. Krieg ich schon klein, den wickelt er ein. Innerlich stehen die ja schon längst in unseren Reihen. Man merkte den Trick und fühlte den Strick, drum zog man sich zurück. Die Sozis entsagten der Koalition und Herr Mech, der sank bald darauf schon in die Arme des Dickers mitsamt der Fraktion. Nun war die Wahl gehittet, indiskret wurde ausgesehen, dass der Seebo geht und die Schwarzhaut geht, dass der Strauß noch ringt und der Chef beschwingt, diesmal unbedingt den Verein verjüngt. Stolz schnier alle Kanzlerklappen auf die Rappen, denn was der Chef in anderen findet, das muss ja klappen. Und nach den vielen Herren und den bösen Schlappen brach nun auch sein Humor schon wieder vor. Was soll denn das? Ihr schwätzt das Wiese von der Krise. Ich hab sie nicht. Doch kann's ja sein, vielleicht haben sie sie drum. Heißt für mich jetzt die Devise ne Reprise. Und nur wenn mir nicht passt, der wird geschafft. Und aus der Liquidierung hob sich taufrisch die Regierung. Sie blieb und die Schwarzhaut blieb. Und das Haupt blieb schwarz, rein schon aus Prinzip. Nur das Licht von hier wurde ausgekehrt. Aber starke ging. Und das ward mir wert. Auch kam der Strauß nicht mehr zurück. Das tut uns leid. Er war denn aus die ganze Angelegenheit. Oh, er doch voll bescheiden. Eins war ohne Absicht und doch nicht besonders klug. Doch dafür sorgen. Oh.
Freiheit vom Besuch, sodass man vorne an und sagen kann, die Freiheit, das ist diesem Mann, dass sie nicht gleich zum Teufel fährt und das System hat die Bescheid. Sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich hier? Sie sehen doch, hier agiere ich bereits. Woher wissen Sie? Was? Dass wir Agenten sind. Na, das sieht man Ihnen doch an. Woran sehen Sie das? Na, wie Sie einen so ansehen. Mir auch. Optimist. Für wen agieren Sie? Für das Bundesamt für Verfassungsschutz. Und Sie? Militärischen Abschleppdienst. Abschirmdienst. Und Sie? Bundessicherheitsdienst. Ja, wenn wir von drei verschiedenen Geheimdiensten sind, dann suchen wir wahrscheinlich denselben Mann. Der Verdacht liegt nahe. Suchen Sie Krawutke? Ja. Und Sie? Krawutke. Und Sie? Dreimal dürfen Sie raten. Krawutke. Doll. Tja, da lernt man sich nur kennen. Und stellt fest, man sucht denselben Mann. Das war eine Frau. Sind Sie sicher? Wer niemals einen Treff gab, das ist kein rechter V-Mann. Wer Gehlen nie zum Chef gab, der weiß das ganz genau, Mann. Wer nie sein Brot mit Tränengas vermischt hinunterschluckte, wen nie in hohlen Zähnen was Geheimes schrecklich juckte. Halli, hallo, hallo, Ali. Seiner taugt nicht für die Abwehr. Halli, hallo, hallo, Ali. Das Personal auch noch so knapp wär. Das Personal ist ja knapp. Ist ja kein Wunder. Gleich drei Geheimdienste in einem halben Land. Wo gar keiner aufgenügen würde. Das dürfen Sie nicht sagen. Warum nicht? Denken Sie an Krawutke. Sagen Sie, wer ist denn eigentlich dieser Krawutke? Das versuchen wir doch herauszukriegen. Eben. Also, sagen Sie mal,
Warum warten Sie eigentlich hier auf Krawutke? Sie warten ja auch hier auf Krawutke. Ja, eben. Warum eigentlich? Krawutke kommt nie dahin, wo man ihn erwartet. Da habe ich mir gedacht, vielleicht kommt er mal dahin, wo man ihn nicht erwartet. Sie sind ja überdurchschnittlich. Das machen die Dienstjahre. Dann suchen Sie also gar nicht Krawutke. Nein. Bleiben Sie dabei? Ja. Haben Sie aber Glück gehabt. Warum? Dass Sie vorhin nicht Ja gesagt haben. Ach so. Ja. Als ich neulich bei Krawutke in der Telefonleitung saß... So. Wie machen Sie das? Wenn man sich dünn macht, geht's. Sagen Sie, was war da, als Sie bei Krawutke in der Telefonleitung saßen? Ja, da hat er dummerweise gar nicht telefoniert. War das die Katze? Nein, die Nachtigall. Unsinn, die Lerche war's. Die Nachtigall und nicht die Lerche. Die Lerche war's und nicht die Nachtigall. Meine Herren, wenn Sie sich nicht bald einigen, dann frage ich Shakespeare. Was? Den kenne ich. Über Krawutke. Was wissen Sie von ihm? Von Shakespeare. Von Krawutke. Was wissen Sie denn von Krawutke? Ja. Ich habe Zugang zu seiner Wasseruhr. Toll. Was verbraucht er? 2 bis 3 Kubikmeter, wenn er zu Hause ist. Sonnabends 6. Und wenn er nicht zu Hause ist? 1,5 Liter. Was schließen Sie daraus? Dass sein Wasserhahn tropft. Verzeihung, wer von den Herren ist Picasso? Ich! Es nützt mir leider gar nichts, ich suche Rembrandt. Das ist gar nicht dumm. Wieso? Auf die Art und Weise hat sie rausgekriegt, wer wir sind. Unsinn, ich bin ja gar nicht Picasso. Ich auch nicht. Und Sie? Ich bin Rembrandt. Was? Auf der Spur. Wer ist Rembrandt? Das ist der, der die Nachtwache bei Krawutke hat. Haben Sie den da gesehen? Ist mein Finger weg, ich sehe nichts. Ja? Ob er das war? Wer? Krawutke. Nee. Warum nicht? Krawutke soll ja ganz anders aussehen. Ah ja. Als ich vor 8 Tagen bei Krawutke im Keller die Kohlen zählte... Ich denke, der heizt mit Öl. Das ist es ja gerade. In 8 Tagen zähle ich sie wieder. Wenn eine Kohle fehlt, dann heizt der gar nicht mit Öl. Das haben Sie aber herausgearbeitet. Tja. Also, was war vor 8 Tagen, als Sie in Krawutkes Keller die Kohlen zählten? Montag. Das weiß ich doch selber. Nee, nichts wissen Sie. Vor 8 Tagen war nämlich Dienstag. Ja, das spielt doch keine Rolle. Mit der Einstellung wird er nie Krawutke finden. Haben Sie wenigstens die Fingerabdrücke entfernt? Wo? Nicht vorsagen, da muss er alleine drauf kommen. Hab ja schließlich meine Ausbildung, nicht? Also haben Sie die Fingerabdrücke von dem Zwischenruf von den Kohlen entfernt? Meine Frau wäscht heute noch die Taschentücher. Da kommt die Tante wieder.
Vielleicht ist das die Frau von Krawutke. Soll ich sie mal fragen? Ja, ja, aber leise, dass es nicht merkt. Das ist... Sie? Sagen Sie, kennen Sie kennen Sie Krawallbrüder in der Gegend hier? Nee, brauchen Sie welche? Kennen Sie Ihren Mann? Ja, warum? Heißt der vielleicht Krawutke? So intim sind wir nicht. Bei mir heißt er Karlchen. Die ist nicht wenig frech. Wieso? Krawutke ist gar nicht verheiratet. Woher wissen Sie das? Dann bräuchte er doch mehr Wasser. Sie, jetzt machen Sie einen aber langsam wepsig hier. Wieso? Ja, weil Sie hier dauernd rumschnüffeln. Krawutke glaubt ja, wir suchen Sie und nicht ihn. Ach, Sie suchen Krawutke? Ja. Woher wissen Sie das? Sie haben es doch eben selbst gesagt. Was wissen Sie denn von Krawutke? Dass Sie ihn suchen. Weiß Krawutke, dass wir ihn suchen? Nein. Weiß Krawutke, dass Sie wissen, dass wir ihn suchen? Nein. Weiß Krawutke, dass wir wissen, dass er nicht weiß, dass wir ihn suchen? Nein. Dass sie alles weiß? Ja. Was weiß denn Krawutke überhaupt? Nichts. Nichts? Warum suchen wir ihn denn überhaupt? Eben, wir werden doch nicht blöd sein. Jemand suchen, der gar nichts weiß. Schade. Was heißt schade? Krawutke hat gesagt, falls ihn jemand sucht, er wäre zu Hause. Wann habe ich das gesagt? Destilliert am Meinungsfließband träufelt sacht aus den Gazetten von Bad Tölz bis nach Ostfriesland Wermut in die Ehe betten. Deutschlands Frauen sind nicht glücklich, weder so noch überhaupt. Deutschlands Frauen sind augenblicklich nicht so glücklich, wie man glaubt. 80% der deutschen Frauen geben an, nicht glücklich zu sein. Von 80% kann man erwarten, dass sie wissen, was Glück ist. Ich gebe zu, auch ich habe es ja geglaubt, es zu wissen. Aber nun, da ich zur Minderheit gehöre, zweifle ich dran. Bin ich wirklich glücklich? Und wenn, warum? Was habe ich falsch gemacht? Natürlich war auch ich unglücklich, streckenweise. Aber nur... Vielleicht war ich nie glücklich genug, um heute mit Überzeugung richtig unglücklich zu sein. Meine Freundin Lotte zum Beispiel, die schrieb mir nach ihrer Hochzeitsreise, ich kann den Brief auswendig, weil ich damals gerade so schrecklich unglücklich war. Wir sind überglücklich, schrieb sie, wenn ich auch in der ersten Zeit noch mitarbeiten muss. Ich möchte natürlich viel lieber nur Hausfrau und wenn alle Vorsichtsmaßnahmen versagen, auch Mutter sein. Aber schließlich brauchen wir ja erstmal das Allernötigste. Und das kann mein Mann allein nicht schaffen. Tüchtig, das Lottchen. Die versteht's mit beiden Füßen, sich ins Leben reinzustellen. Teils beschäftigt mit Gemüsen, teils mit Zahlen und Tabellen. Die hat's gut, denn die ist glücklich, sowohl als auch überhaupt. Und ich habe es ihr ausdrücklich gern gegönnt. Und auch geglaubt. Sie blieb es. Auch als sie feststellen musste, dass man heutzutage zum Leben doch ein bisschen mehr braucht, als nur das Allernötigste, was ihr Mann natürlich allein nicht schaffen konnte. Aus diesen Umständen kam das liebe Lottchen in andere. Das Argument, dass sie eigentlich den Fernsehapparat zuerst haben wollte, verfing bei ihrem Arzt nicht. So sind wir denn glücklich, schrieb sie. Wenn ich mir auch Sorgen wegen meines Berufes mache. Wir sind ja nun bald zu dritt, das kann mein Mann allein nicht schaffen. Das Kind kam in den Hort. Das kostet Geld. Dann kam der Wagen, dann kam das, dann kam das, dann kam das. Und dann kam der Augenblick,
wo ihr Mann eine bessere Stellung mit einem viel größeren Gehalt bekam und nun war Lottchens Glück vollkommen. Wir haben jetzt, schrieb sie, endlich so all das beisammen, was man so zum Leben braucht. Ich bin jetzt nur noch zu Hause, ich kann mich ganz den Kindern widmen. Ich bin so glücklich. Allerdings, auf das Haus müssen wir wohl einstweilen verzichten, denn das kann mein Mann allein. Nein, das kann ein Mann nicht schaffen, was man braucht zum glücklich Leben. Dabei muss ein Mann erschlaffen, das war auch nicht gerade Streben. Deutschlands Frauen waren glücklich, als sie gleichberechtigt waren. Deutschlands Frauen fanden schicklich und verkannten die Gefahren. So war denn auch von Glück in Lottchens letzten Brief nicht mehr allzu viel die Rede. Ich langweile mich, schrieb sie, ich langweile mich. Die Kinder sind im Hort zu Hause, machen sie mich nervös und die Hausarbeit, die hängt mir vielleicht zum Hals raus. Mein Mann, der hat seinen Beruf, das ist eine Aufgabe. Was hab ich? Wenn ich wenigstens meinen Mann hätte, aber der hat ja nie Zeit. Außerdem mache ich mir Sorgen wegen der Frauen, mit denen er zu tun hat. Ich war selbst lange genug berufstätig. Ich weiß, wie das geht. Das kann ein Mann allein nicht schaffen. Nun kenne ich ja mein liebes Lottchen gut genug, um mir vorstellen zu können, was in ihrem nächsten Brief steht. Ich bin unglücklich. Was will er noch von mir? Ich habe ihm alles geopfert. Meinen Beruf, meine Jugend, meine besten Jahre. Jetzt will ich auch was vom Leben haben. Und das kann mein Mann nicht verstehen. Wirklich nicht. Lottchens Mann ist Werbepsychologe. Es ist sein Beruf und eine Aufgabe, die Frauen unzufrieden zu machen mit dem, was sie haben und mit dem, was sie sind. Das ist ihm sicher nicht nur bei seiner eigenen gelungen. Aufgespürt und breitgetreten von Behörden, die es wissen, knistert es in den Tapeten, geht's als Aufschrei durch die Kissen. Deutschlands Frauen sind nicht glücklich, weder so noch überhaupt. Deutschlands Frauen ist ausdrücklich glücklich sein nicht mehr erlaubt. Warum eigentlich nicht? Warum konnten unsere Mütter glücklich sein über das Wenige, was sie erreicht haben? Warum müssen wir heute unglücklich sein über das Wenige, was wir nicht erreichen? Hat sich das Glück verändert? Was ist das überhaupt? Glück? Also was es nicht ist, weiß ich. Glück ist nicht faltenfrei und tiefgekühlt und atmungsaktiv und magenfreundlich. Aber wer sagt denn das heute noch? Heute, wo nur die Äußerlichkeit zum Glück verhilft? In Gestalt eines Mannes, der dieses Glück noch potenziert? Glück, sagt ein Weiser, das sind die wenigen Sekunden im Leben eines Menschen, da er mit dem Weltganzen eins ist. Dabei würde ein Mann doch nur stören. Aber 80% brauchen einen dazu und jammern die Kluft, auch wenn sie nicht breiter ist als die Besuchsritze zwischen den Ehebetten. Dass wir nicht im Glück uns wiegen kann, nur an den Männern liegen. Alles haben Deutschlands Frauen sich erkämpft. Beruf, Vertrauen, Führerschein und Sport und Hosen, Whisky pur statt roter Rosen. Nur allein die Glücklichmache blieb in Deutschland Männersache. Deutschlands Männer können nicht mehr so, wie Deutschlands Frauen wollen. Sie erfüllen keine Pflicht mehr, wissen nicht mehr, was sie sollen. Und darum sind Deutschlands Frauen unglücklich. Die Lottchens und die Lenchens und die vielen, 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 die noch zu den 80% gehören, die wollen immer mehr haben, als der Mann allein schaffen kann. Dadurch sehen Sie sich in Ihrem Wert bestätigt, werden in Ihrem Unterbewusstsein, der Mann zum Trottel wird, es allein nicht schafft. Und abends soll Sie dann dieser Trottel glücklich machen. Verzeihung, aber das kann ein Mann allein nicht schaffen. Thank you.
edler Freund. Was denn bist du? Ich bin ein alter Grieche. Wohl denn, ich bin es auch. Schau, schau, wer hätte das gedacht? Kennst du mich nicht? Doch, doch. Ihr ähnelt einem Menschen ganz, den ich noch nie gesehen. Seid ihr es am Ende oder sonst wo selbst? Ich bin's. Ei, Donnerwetter, was nicht gar. Bin ich doch Führungskraft der griechisch-demokratischen Partei. Von Zeus und meinem Volk gewählt, am Steuer dieses Staats nach Kräften mitzulenken, wie es geht. Da raff ich mich zur Frage auf, wie geht's? Ach, wie geschmiert. Wen schmiert ihr alles, hohe Führungskraft? Gott und die Welt. Aha. Gott und die Welt hat uns die Kraft gegeben. Aha. Das Volk zu lenken, wie es das verdient. Das sage ich Zeus, dass ihr mit seinem Namen Propaganda treibt. Ein kleiner Mann kann Zeus nicht konsultieren. Haha, dass ich nicht gleich altgriechisch lache. Lach du doch, wie du willst. Ich sage dir, wir, das sind Zeus und Zeus sind wir. Wenn Zeus das weiß und seinen Segen dazu gibt, trete ich zu Buddha augenblicklich über. Missbrauch die Freiheit nicht, mein Freund. Du darfst zwar denken, was du redest, doch denke aber auch gut darüber nach, was du da sagst. Mein Freund, du kommst mir aus den Jampen. Ja. Besser noch als aus den Jahren. Kopperlapapp. Es ist schon schwer, in Jampen zu extempoporieren. Wohl, wohl. Habt ihr nicht 10.000 Drachmen erst von einem Toga-Fabrikanten eingenommen? 10.000 Drachmen? Nie! Ich weiß, es waren 12. Ich zog schon in Gedanken ab die Spesen. Im Namen der Partei bin ich entrüstet über alle Maßen. Und außerdem hat man das Geld gleich für den Wahlkampf ausgegeben. Die Wahlen kosten so Geld, mein Sohn. Das ist legal und auch moralisch zu vertreten. Hepp! Was soll mir das? Hepp, sagte ich, das sagt man meist, wenn jemand einen Salto schlägt. Aha. Und mit dem Steiz zuerst in der Arena landet. Und du... Bemerkenswert, dass auch die alten Griechen stottern. Du bist von übel, denn du witterst Unrat, wo du gehst und stehst. Es ist mein großes Pech, dort immer gerade zu stehen und gehen, wo Unrat ist. Zu Allensbach und Delphi, die Orakel, haben wir befragt. Ob unser Staat noch rein und sauber sei und du nichtsnutziger Helote. Was hat zu Delphi das Orakel denn gesagt? Es hat gesagt, stellt eure Währung wieder um. Bezahlt mit dem, womit die Väter eurer Väter opferten. Und tut ihr das, so werdet rasch ihr sehen, wie sauber und wie rein ihr seid. Ei Pitz, ei Potz, ihr richtet euch danach. So taten wir. Die Drachme und die größere Währung, das Talent, die zogen rasch wie aus dem Handel. Und jeglich Geld und das Talent sind wertlos hier und gilt für nichts. Und man bezahlt wie früher nur mehr noch mit Rindern. Mit Rindern? Warum mit Rindern? Hammel haben wir viel mehr. Dann hätten wir schon bald die Inflation und Überhang des Geldes. Man hätte Tierarzt werden sollen, wie wäre man an der Quelle. Wie hatte das Orakel recht? Wie rein und ursprungnah ist nun der Geldumlauf. Zwar stinkt das Geld jetzt noch viel mehr, doch ist ein Geruch nach Kreatur und Landwirtschaft. Sagt, hoher Herr, soll ich das Geld für die Partei nun in die Ställe treiben? Ja, aber leise, dass es niemand merkt. Nur, hoher Herr, ein Drittel dieser Summe ist noch ungedeckt. Muss man denn alles hier alleine machen? Hic Rhodus, hic Salta. Wer dieses einem anderen richtig übersetzt, ist selbst ein Schweig, du doch! Still, ich muss doch jetzt melken gehen. Das Geld in unserer Kasse schreit und muht gewaltig schon zum Himmel. Vergiss nicht, dass die Industrie uns für die Wahl versprochen hat, 500.000 Rinder steuerfrei zu senden. Er treibt dieses Geld bald ein. Treibt dieses Geld bald ein? Ja, aber leise, dass es niemand merkt. Leise, dass es niemand merkt? Ihr habt gut reden, Herr. Da tratscht ein Heer von bunt gescheckten Kühen an der Akropolis vorbei, hier zu uns. Und jeder Gegner weiß doch gleich, da latscht was Unerlaubtes durch die Stadt. Was exaltiert ihr euch, mein Freund? Die Rinder lassen bei dem langen Marsch doch hier und da was fallen. Ein kluger Mann und so gewandt im Denken. Die Bürger sammeln diesen Mist begierig und beflissen auf und ihr könnt sagen, bitteschön, bei uns fällt doch für jeden etwas ab.
Das ist doch graue Theorie, mein Freund. Nee, schwarze Praxis, schlicht gesagt. Wenn du noch weiterhin die Wahrheit sagst, muss die Partei dich öffentlich der Lüge zeigen. Hep! Was willst du damit? Willst du damit sagen, ich sehe es mit dem Steiß zuerst in der Arena? Nein, diesmal steckt er mit dem Dez im Sand. In beiden Fällen ist die Lage ernst. Was tatest du, um dem Parteifreund, dem Verdienten, den Kauf des Grundstücks zu ermöglichen? Ich schlachtete 10 Rindernot und machte daraus fast 40 einzelne Pakete. Ja, Menschenskind, das ist ja totes Kapital. Um den Gedanken unseres rechten Tuns lebendig zu erhalten, muss man die Rinder leider töten. Hast du dem Boten in die Schweiz ein Trinkgeld mitgegeben? Er kann sich ja was melken, wenn er durstig ist. Ach, habt ihr Kunden jetzt auch in der Schweiz? Es ist da allgemein bekannt, dass in der Schweiz die besten Ställe für geheime Rinder sind. Und wie bringt ihr die Rinder über diese sogenannten Alpen? Wie Hannibal jüngst seine Elefanten. Wer ist denn Hannibal? Ein wilder Mann aus den Entwicklungsländern. Nun gehe hin und ordne die Bilanz. Noch eins gebe ich euch zu bedenken, Herr. Ja, was denn noch? Ihr müsst dem Volk in nächster Zeit den Staatsetat erklären. Rechts stehen dann Millionen Rinder zum Aufbau der Armee und auch der Flotte. Was aber steht denn links für die Kultur? 2 magere Kälber und ein blasenkranker Ochse. Hast du die Zahlung an die Interessengruppen abgewickelt? Ja, und 16 Ochsen abgestellt. Wie viel? 16! Für den Verband der Veteranen von Salamis und Marathon e.V. Beim Stück, Sie sollten 15,5 nur haben. Ich weiß, doch konnte niemand wechseln. Und wenn ihr edler Hirte sonst noch Sorgen habt, so schreibt uns einen Hirtenbrief. Auch dafür wird das Porto wohl noch teurer werden. Die Währung macht euch Kummer, gebt es zu. Naja. Wer weiß doch, was bei dem Orakel für destruktive Kräfte voll beschäftigt sind. Vielleicht habt ihr den Spruch auch falsch verstanden. Was? Wie hieß es doch? Bezahlt mit dem, womit die Väter euer Väter opferten. Sie opferten zum großen Teil dem Eigenwohl und wehe die Gesinnung. Das war's, was das Orakel meinte, nicht? Lasst die Gesinnung eure neue Währung sein. Dann wären wir ab heute arm. Und schon ab morgen ein Entwicklungsland. Sehr geehrter Herr Majakolnikow, in der Anlage erlauben wir uns, Ihnen das Buch zu unserem Fernsehspiel Nacht über den Dächern zu übersenden, indem wir Sie für die Rolle des Wegmann vorgesehen haben. Und wir bitten Sie, sich das Buch anzusehen und uns mitzuteilen, ob es Ihnen zusagt. Hochachtungsvoll. Aha. Ach, wie war es doch vor dem beim Theater so bequem, wenn man Rollen übernahm, war es stets der gleiche Kram. Doch das ist die längste Zeit wohl so gewesen. Du hast den Spielplan einst skizziert, darin war der Mensch studiert, seine Lier und Wilhelm Tell hatte einer stets so still. Doch heute muss man Stücke auch noch lesen. Wen spiele ich also? Den Wegmann. Wegmann. Vierter von oben. Das soll ein gutes Stück sein. Auch nicht. Wegmann.
Wegmann. Ja, hier, Wegmann. Freiheit, Ehre, Vaterland, mir sagen diese Begriffe nichts. Was in Ihrem Namen geschieht, ist Unrecht. Sehr gut. Und wenn Sie uns tausendmal sagen, auch Ihnen liege nichts mehr am Herzen als die Freiheit, so ist es doch nicht wahr. Ja, das liegt mir. Und gerade weil die Vernunft in der Minderheit ist, ist es Pflicht weniger, Unruhe zu erzeugen. Es ist das Vorrecht aller, Machthaber zu kontrollieren. Sehr richtig. Was aber erwartet dieser Staat von uns? Nicht so viel Misstrauen. Wie wahr, wie wahr. Mein Gewissen sagt mir, das Gesetz sei in diesem Fall eine Nebensache. Ja, das ist ja ein starkes Stück. Hey, ich meine, das ist ja ein starkes Stück. Ja, ich liebe diese Stücke, womit der Macht ins Gericht gegangen wird. Ein Gewissen sagt mir, das Gesetz sei in diesem Fall eine Nebensache. Ja. Mein Gewissen sagt mir, das Gesetz sei in diesem Fall eine Nebensache. Satz wie eine Fanfare. Aber leider die Wirkung. Wo ist heute die Wirkung eines solchen Satzes? Mein Gewissen sagt mir, das Gesetz sei Nebensache. Das 36. Das waren noch Zeiten. Ich meine, das waren noch Zeiten. Ja, wie war es doch vor dem beim Theater ein Problem, wie man eine Rolle spielt, welche in Tyrannus zielt. Selbst das Publikum saß ängstlich und beklommen. Jeder witterte Kritik, jene Geste, da ein Blick, nur ein Satz, ein falscher Ton. Und schon war man in Pension. Und da war man noch ganz gut davon gekommen. Tja, also wenn ich noch dran denke, als ich seinerzeit 36 in Ulm. Nein, nicht in Ulm! Nein. Nein, das liegt ja zu nahe. In Bergisch Gladbach, den Marquis Posa spielte, ersatzweise. Ich bin ja kein Posa, das ist ja nicht mein Fach. Der richtige Kollege war damals gerade, ja, als Posa war man damals ja immer mit einem Bein woanders. Als ich den also spielte, da kam ich naturgemäß auch zu jenem Satz, wo damals immer spontaner Applaus losbrach. Siehe, geben Sie Gedanken, Freiheit. Was also tun? Ich holte mehrmals tief Luft und sagte, Sir, geben Sie Gedanken, Freiheit. Was soll ich Ihnen sagen? Nichts. Nur stille Ergriffenheit. Naja, die Leute hörten ja damals noch zwischen den Zeilen. Aber heute. Naja, und als ich dann 46 in zwei Brücken den... den Dunois spielte, ersatzweise, denn ich bin ja kein Dunois, das ist ja nicht mein Fach. Der richtige Kollege war damals gerade, ja, als Dunois war man damals ja immer mit einem Bein woanders. Als ich den also spielte, da kam, Sie wissen schon, nichts würdig, die Nation, die nicht alles freut, ich setze an ihre Ehre. Nach der Vorstellung kam der französische Theateroffizier zu mir in die Garderobe und sagte, sagen Sie, wie haben Sie das gemeint? Sei Entschuldigung. Sind wir noch eine Nation? Nein, sagt er. Es geht hier nicht um Sie. Es geht um uns.
Pardon, sag ich. Denn er war ja Franzose. Das hab ich nicht gewusst. Und seitdem spiele ich keinen Schiller mehr. Schiller, ein sogenannter Nationaldichter. Aber mit jedem zweiten Satz eckt man irgendwann mal an. Naja, Schwabe. Und wo war ich hier? Mein Gewissen sagt mir, das Gesetz sei in diesem Fall eine Nebensache. Ein schöner Satz. Wer sagt sowas heute noch? Außer mir. Weiter. Wegmann greift zum Telefon. Ah, da müsste ich also darüber ohne Satz. Moment. Telefon. Das Stück spielt in der Gegenwart. Das ist ja ein Zeitstück. Ja, dann ist das ja alles so gemeint. Unsere Regierung hat Manieren angenommen, davor könnte einen grausen. Unsere Regierung hat Manieren angenommen, davor könnte einen. So geht's auch. Komisch, unsere Sprache. Naja, aber immerhin ein Zeitstück und im Fernsehen. Millionen werden mich sehen und werden mich sagen hören. Mein Gewissen sagt mir, das Gesetz sei in diesem Fall eine Nebensache. Ein schöner Satz. Millionen werden diesen Satz nie vergessen. Sie werden sagen, den Satz, den hat der Wegmann. Spiele ich im Kostüm? Nein, Straßenanzug. Ja, dann wird es ja heißen, den Satz, den hat der Majakolnikow gesprochen. Ach, wie war's doch vor dem, beim Theater so bequem. Nur die Rolle, die man sprach, wirkte beim Beschauer nach. Majakolnikow galt nichts, nur die Figur. Heute beim Fernsehen kommt man doch immer aus demselben Loch. Auch wenn man sich selbst vergisst, man bleibt doch, wer man ist. Na, dieser Kerl, den der gespielt hat. Na, wie hieß der nur das? Ist ja auch egal, der Majakolnikow war's. Sagen Sie, haben Sie gestern den Majakolnikow gehört? Der hat solche Ansichten. Dir sagt solche Sachen. Na, werden wir uns da mal überlegen müssen, ob der Majakolnikow bei der nächsten Tombola des Kriegervereins wieder die Ziehung konfer. Es ist ja nicht wie auf der Bühne, wo ein paar hundert Intellektuelle ist. Geistig Vorbereitetes. Es ist ja Fernsehen. Millionen, denen man sich aufdrängt. Geistig unvorbereitet. Dann die ganzen Bekannten. Der Oberstaatsanwalt am Stand. Sagen Sie mal, Herr Kolnikow, sagen Sie mal, wie haben Sie das da eigentlich gestern gemeint? Das Gesetz, seine Nebensache. Mein Herr Kolnikow, das Gesetz! Rolle. Herr Kolnikow, Staatsbürger, das ist die edelste Rolle, aber das ist wohl nicht Ihr Fach, nicht? Dann mein Schuster, der war früher, wenn der den Satz hört, Freiheit, Ehre, Vaterland, mir sagen diese Begriffe nichts, kriege ich dann bloß wieder einen Schuster hier. Freiheit, Ehre, Vaterland, mir sagen diese Begriffe nichts, in Ihrem Namen geschieht, ist Unrecht. Freiheit, Ehre, Vaterland. Wir sagen diese Begriffe.
Nichts, was in Ihrem Namen geschieht, ist un... Und wenn Sie es tausendmal sagen, auch Ihnen liege nichts mehr am Herzen als die Freiheit, so ist es doch nicht wahr. So ist es doch, nicht wahr? Gerade weil die Vernunft in der Minderheit ist, ist es Pflicht, weniger Unruhe zu erzeugen. So, ist Pflicht, weniger Unruhe zu erzeugen. Ist das Vorrecht aller Machthaber zu kontrollieren? Ist das Vorrecht aller Machthaber zu kontrollieren? Was aber erwartet dieser Staat von uns nicht? So viel Misstrauen. Das ist doch Quatsch. Nicht so wie Misstrauen. Was ist? Mein Gewissen sagt mir, das Gesetz sei in diesem... Na, das wird ja ein hartes Stück Probenarbeit. Na, ich höre den Regisseur schon. Ist was? Herr Majakolnikow, der Wegmann ist wohl nicht Ihr Fach. Charakter, Herr Majakolnikow. Oder haben Sie Angst? Und dann werde ich diesem Herrn sagen. Angst? Ich? Wissen Sie, was ich 36 in Bergisch Gladbach und 46? Fragen Sie doch mal nach in Zweibrücken. Und auch Sie werden mich nicht daran hindern, meine Meinung frei zu äußern. Wir leben doch in einer Demokratie, oder? Und für mich heißt der Satz, mein Gewissen sagt mir das Gesetz, ist in diesem Fall eine Nebensache. Warten Sie schon lange hier? So lange wie Sie. Mir kommt schon länger vor. Es kommt gleich einer raus. Woher will er das wissen? Und der ist vom Spiegel. Ja, dann. Wissen Sie auch wer? Gerstenmeier. Wer weiß? Gerstenmeier. Bei dem Archiv. Sagen Sie, wieso wissen Sie das? Können Sie rechnen? Ja, aber nicht mit Gerstenmeier. Wissen Sie, was da drin los ist? Natürlich, eine Vorstandssitzung der CDU-CSU. Mehr wissen Sie nicht? Das langt doch. Von welcher Zeitung? Bild. Dann langt. Danke Ihnen für das Gespräch. Und Sie, von welcher Zeitung? Überparteilich unabhängig. Ach, Sie sind gar nicht von der Zeitung. Na hören Sie, kennen Sie nicht unseren Slogan? Da steckt ein kluger Kopf dahinter. Also Sie sind Engländer. Oh, das kann sich im Moment keiner leisten. Wie meinen Sie denn das? Ach, ich meine es nur so, um die ganze Angelegenheit überhaupt einmal aus meiner Warte betrachtet, um dieses ganze Geschehen, um es überhaupt prinzipiell einmal ganz, ganz vorsichtig auszudrücken. Frankfurter Allgemeine. Woher wissen Sie? Ich lese sie. Nein. Da haben Sie auch wieder recht, ja. Kennen Sie unseren Chefredakteur? Flüchtig. Oh, wohin? Nein, nein, er meint, er kennt ihn flüchtig. Ach so. Also der liest Ihre Zeitung auch? Das ist eben sein Fehler. Hören Sie, welche sollte er denn sonst lesen? Vielleicht Ihre? Nein, seine. Die liest er doch täglich, Blatt für Blatt. Das gönne ich ihm, Blatt für Blatt. Also, woher wussten Sie, dass der Gerstenmeier rauskommt? Weil da drin etwas Ungeheures geschieht. Da drin? Die CDU-CSU hat etwas Ungeheures beschlossen. Die hat beschlossen, dass es so nicht weitergeht. Oh, das muss ja aber einer gesagt haben. Ja, aber Sie nicht. Sie meinen, da findet irgendeine Reform statt. Mhm. Und deswegen musste der Gerstenmeier raus. Nein, aber Brentano spricht gerade drüber, das hält der Gerstenmeier nie lange aus. So, da geht bloß einer. Da kommt gleich noch einer. Wer? Krone. Wer was? Krone. Wieso, der geht auch raus? Ja, Gerstenmeier zurückholen. Na, dann musst du Fuß auch gleich kommen. Gerstenmeier zurückholen. Nein, Krone zurückholen, damit er nicht Gerstenmeier zurückholen. Edge! Wieso? Nicht du, Fuß. Sondern? Strauß. Wie erklären Sie sich das? Der möchte auch zurückgeholt werden.
Und wer holt ihn? Keiner. Der kommt von alleine wieder. Wer war's? Strauß. Na wieso? Da war doch eben was raus. Ja, merken Sie nicht, wie der hier rotiert? Wieso geht der wieder raus, wenn er eben erst gerade wieder drin war? Oh, um zu beweisen, dass er immer wieder reinkommt, wenn er will. Aha. Und wer kommt jetzt raus? Sebum. Hier geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Achtung! Gott sei Dank, dass auf das Stichwort keiner gekommen ist. Sie? Wen meinten Sie mit Nadelöhr? Sie sollten nicht bei Bild, Sie sollten bei Bild am Sonntag arbeiten. Warum? Die erscheint nur einmal in der Woche. Passen Sie auf, müssen gleich wieder welche kommen. Woher wollen Sie das wissen? Hechel spricht. Ach so. Sagen Sie, wo bleibt denn Gerstenmeier? Ja, das will er noch abwarten. Und Krone? Wartet auf Dufus. Und worauf wartet Dufus? Der Schröder mal stolpert. Und Schröder? Auf den Herbst. Nicht doch, Herr Kollege. Was denn? Das war die ganze Reform. Ja, natürlich, so schnell geht das. Ich gehe. Kommt jemand mit rüber zur Tombola? Tombola? Zu was für einer Tombola? Drüben im Justizministerium. Der Gewinner wird Generalbundesanwalt. Ich muss erst meinen Bericht durchtelefonieren. Ja, ich auch. 4 Millionen Leser wollen Bild lesen. Hier haben Sie 10 Pfennige, lesen Sie meins mit. Wieder alle Leitungen belegt. Leitung belegt? Dann nehmen Sie meine Leitung. Die ist garantiert abhörsicher. Ah, ja, ist dort die Frankfurter Allgemeine? Ja, bitte schreiben Sie. Hat es nun eine Reform der Christdemokraten gegeben oder nicht? Stellen wir uns auf den Standpunkt, dass es sie nicht gegeben hat. So müssen wir uns fragen, musste es denn eine geben? Sind wir aber der Ansicht, dass es eine geben musste? So drängt sie uns einerseits die Frage auf, warum? Andererseits aber auch die Frage, warum nicht? Beide Fragen können wir leicht mit Ja beantworten. Bild bitte, notieren Sie. Junger Wein in alten Schläuchen. Im Namen von 5 Millionen Bildlesern stellen wir fest, so haut es hin. Vor 5 Tagen haben wir noch an dieser Stelle geschrieben, so haut es nicht hin. Wir müssen uns berichtigen, so haut es hin. Da bläst ein frischer Wind durch die Christdemokraten. Da hält Brentano eine Rede, nach der wir ihm nur im Namen von 6 Millionen Bildlesern zurufen können, weiter so, Heiner. Da hält der Innenminister einen flammenden Vortrag, bei dem es die gesamte Partei von den Stühlen treibt. Das ist Dampf auf die Mühlen von 7 Millionen Bildlesern. So will Bild es haben, recht so, Kameraden. Ihr lebt Deutschland und Deutschland lebt euch, wie sagt doch Schiller. Es gibt im Menschenleben Augenblicke, wo er dem Weltgeist näher ist als sonst. Und dazu können wir nur im Namen von, ach, was sag ich denn, von 10 Millionen Bildlesern sagen, Schiller ist unser Mann. Zu uns jetzt. Hallo, Spiegel. Ja? Habe Material über Bild. Wenn er noch 1 Pfennig auf die Briefmarke haut, dann kriegt er bei mir kein Bett im Schlafwagen, sage ich ihm gleich, ja? Wann wollen Sie geweckt werden? Um 6? Gut, aber erinnern Sie mich um 5:30 nochmal dran, ja? Oh, Sie haben Kabine 25, Moment, der Herr, bitte. Lassen Sie mal sehen, was Sie in der Handtasche haben hier, in der Aktentasche. Nun brauchen Sie gar nicht so böse zu sein, das muss ich machen. Neulich hat mir erst einer 20 Kilo Sprengstoff für Südtirol mit in die Kamine geschleppt. Was meinen Sie, was ich dem erzählt habe? Dem habe ich gesagt, wehe, Sie rauchen im Bett. Was ist los, ob der Zug nach Amsterdam fährt? Nein, Sie haben sich zufällig in den Gegenzug verirrt, aber vielleicht macht der Zugführer für Sie den kleinen Umweg, hä? Ob ich Holländisch kann, ja? Stolbesand und Wanderwelde. Mit Filter, ja. Stolbesand. Ja. Schöne Lektüre haben Sie. Jetzt fahren wir über den Rhein. Riechen Sie, wie er strömt, ja? Ist das deutsche Schicksalswasser, mehr Abwasser, würde ich sagen. Ja. Kennen Sie einen Schlager? Ich habe den Vater Rhein in seinem Bett gesehen.
Also wer in so einem dreckigen Bett und noch ein Erwachsener, Sie hören doch, da. Neulich hat mir ein Chemielehrer erst 2 Liter Reinwasser analysiert. Analysieren, das ist immer sehr schwer, die Worte mit Y, die fallen mir so schwer bei den Konsonanten. Also, hat er analysiert 2 Liter Reinwasser, mit den Chemikalien, die er da rausgezogen hat, hat er seine Schüler bis Oberprima unterrichtet. Nee, Frau, Sie können mit dem Hund nicht ins Bett hier. Der muss ins Hundeabteil. Ja, oder Sie. Sie, vier Leute verkehrt in dem Zug, ist ungeheuer. Der Gambrinus ist ja... Gambrinus kennen Sie. Gambrinus, das muss ich Ihnen erklären. Also Gambrinus ist, die Historiker sagen, richtige Historiker, nicht der Dönitz, richtige. Der Dönitz, da machen die viel zu viel um den Dönitz. Das war doch ein echter Widerstandskämpfer, der Dönitz, der Flussadmiral des deutschen Schiffbruchs. Der... Das soll ja, das ist ein richtiger Widerstand, der soll ja zu Hitler gesagt haben, als ein Bombenangriff kam, mein Führer, Sie kommen über uns. Das ist nicht viel, ich weiß. Wer weiß, was er für ein böses Gesicht dabei gemacht hat, ne? Man muss es ja auch mal so sehen. Hier verschwindet einer hinter der Bühne. Bei dem Satz, naja, ist er von Sessig. Der Wacher ist doch schon drin. Kennen Sie Wacher, ja? Der ist jetzt nach München zurück, der, als Überwacher. Ja, der, kennen Sie nicht, ne? Der wird noch populär, lassen Sie mal. Ich meine, lassen Sie mal. Also der, wo war ich jetzt stehen? Kommen Sie auch wieder raus, oder wie ist das? Der Zug fährt ab, Sie dürfen auch während der Fahrt den Zug nicht abspringen lassen. Ich meine, umgekehrt. Außerdem ist der Bahnsteig auf der anderen Seite. Na bitte, was haben Sie nur davon? Nein, der Gambrinus... Sagen die, also das wäre... Ach, bei Dönitz war ich ja. Dönitz. Ja, da muss man eine Weile bleiben, Sie. Das ist ganz gefährlich. Der Dönitz hat nämlich... Der ist wirklich ein echter General, Sie. Oh, der ist ein echter Widerstandskämpfer. Nein, bleiben wir lieber bei Gambrinus. Also der Gambrinus... Na, aber wirklich, die Leute bauschen das zu sehr auf. Und die Presse. Sehen Sie mal, die sollen ja lieber 80-Kilometer-Märsche machen, anstatt die deutsche Jugend zu verhetzen. Die Jungs sind ja schon so verhetzt. Neulich kam ein Schüler zu mir, hat mich gefragt, was der Unterschied ist zwischen den Nürnberger Gesetzen und dem Nürnberger Prozess. Ich habe gesagt, der Unterschied ist der, dass der Globke bei dem Prozess nicht dabei war. Der... Na, den kennen Sie ja, den NS, den Nischensekretär. Also, der Gambrinus, sagen die, das ist immer gut, wenn irgendwas ist, kommen wir immer wieder auf Gambrinus zurück. Sagen Sie, das ist der Trick. Also, die Jungs sind aber auch so verdorben. Da kommen doch christdemokratische Studentenringe plötzlich auf die Idee, an ihrer Landesleitung der CSU könnte was nicht in Ordnung sein. Jetzt erst. wo ich kenne den Eberhard, der ist öfter hier, schläft er hier. Nicht im Fernsehen, hier im Schlafwagen, ja? Also die brauchen sich gar nicht so umzudrehen, der lacht schon darüber. Der bringt seinen Humor immer mit. Und sein Staatssekretär. Nein, der Dönitz ist... Da wollte ich eigentlich gar nicht mehr hin, aber Sie merken, wie es arbeitet in mir, ja? Ja, das ist schon... Wie sagt Shakespeare? Live sein ist alles, oder? Nein, dazu müsste man erstmal wissen, wie es original ist, ne? Ja. Aber so ist es nun mal. Also der Gambrinus, sagen die Leute, das wäre also so, nicht? Also genau wie beim Eberhard. Der Eberhard, da habe ich noch vergessen, also das ist... Der ist also hier sehr bewandert, überall. Der ist sehr gefragt, weil der lächelt. Das ist die Mona Lisa der CSU hier. Der Hundhammer hätte ihn auch gern nach Amerika verbeugt. Aber so wie man Bücher verbeugt, ohne wiederzugehen. Ne? Naja, der Eberhard hat schon schwer. Nicht, er hat einen großen Makel. Also nicht, dass er Preuße ist, aber Protestant ist, also das ist schwierig, nicht? Nicht, das ist fast so schlimm wie Franke. Also, aber ich kenne seine Frau und die sagt, ich kenne ihn. Und da können Sie denken. Also,
Wenn meine Frau das zu mir sagt, dann gehe ich immer gleich Semmeln holen. Der Gambrin ist auch hier, die weiß das. Also der Gambrin, Familienvorstellung, Sie kennen sich ja. Auf den war ich nicht gefasst jetzt. Bett 27, bitteschön. Bett 27? Aha, das ist, Bett 27? Ja. Ja, sind Sie schon betrunken oder wollen Sie erst noch was trinken? Wie hätten Sie es gerne? Also, kommen Sie noch mal wieder, dann fällt mir für Sie auch noch was ein. Eine Gemeinheit. Köln-Schalke 1-0. Und bestimmt sie. Das heißt, mit anderen Worten, er wollte mir sagen, dass wir in Köln und Gelsenkirchen heute wenig Zuschauer haben. Die Kölner feiern und die Gelsenkirchener trauern. Das heißt, in beiden Fällen saufen sie. War schon in der Gegend. Also der Gambrinus, sagen die Leute, jetzt komme ich wieder drauf zurück, ist ja nachher auch noch eine Sendung, nur Kölner. Also der Gambrinus, sagen die Leute, das wäre so etwas wie, wenn Sie das deutsche D-Zugnetz als Adersystem sehen, ja? Dann wäre der Gambrinus die Aorta. Aorta heißt mit anderen Worten, das kann man nicht sagen, nein. Also das geht ja nur bei Wirbeltieren und Sie können ja die Bundesrepublik nicht mit einem Vierfüßler, das kann man nicht, nein. Das heißt, Moment mal überlegen, also mit einem Bein stehen wir in Frankreich, mit dem anderen Bein stehen wir im Fettnäpf, das ist nicht so schlimm, da sind wir abonniert. Also das ist, und mit beiden Beinen, sagt Brentano, von Brentano, das heißt aber, das ändert nichts an dem, was er sagt, leider. Mit beiden Beinen fest auf dem Boden der Tatsachen, haben Sie mitgerechnet, da haben wir vier, das stimmt, nein, stimmt nicht. Amerika, da stehen wir auch noch fest zu, sagt der Brentano immer, in Amerika. Also muss sich einer doch verrechnen, da. Ja, manchmal können Sie ja rechnen, wie Sie wollen. Der eine Zugführer sagt, wenn ich von Bonn über Paris nach Brüssel will, komme ich um Frankreich nicht drum. An der Rechnung ist irgendwas richtig. Aber der andere Zugführer sagt, lach nicht so dumm, ich darf den duzen, den kenne ich. Aber der andere Zugführer sagt, wenn ich von London über Brüssel nach, von London über Bonn nach Brüssel will, komme ich auch nicht um Frankreich rum. Und an diesem Fahrplan stimmt was nicht. Sie, wenn wir solche Fahrpläne hätten, da würden wir die Urlauber von 62 heute mal nach Hause fahren sehen. Naja, wir sind aber jetzt fein raus, Sie. Früher haben wir gesagt, die im Ausland, die Franzosen, die sitzen auf dem hohen Ross. Wir sitzen jetzt auch auf was. Wir sitzen auf den Röhren jetzt, ja. Da sitzen wir noch lange. Das heißt, wenn die Engländer uns nicht das unter dem Hintern wegziehen, nicht? Die sind ja zu allem fähig. Na, das heißt, die Russen sind ja jetzt natürlich sehr geschwächt in ihrem Rüstungspotenzial, nicht? Ohne die Röhren, Sie hören aber. Denen fehlen doch die Anschlüsse jetzt, nicht? Die Pfeifenlinie selbst haben wir schon. Die Anschlüsse haben wir ihnen nicht geliefert. Ist das gemein? 750.000 Tonnen haben wir geliefert, bei 163.000 wären wir pingelig. Was? Das muss am Wetter liegen. Was? Also, das ist jetzt so, ich habe einen Freund da hinten in der Kabine. Da muss ich Ihnen noch erzählen, schnell. Das ist ein Freund, der ist 33 ausgewandert worden nach Amerika. Und der hat mich jetzt gefragt, soll ich wiederkommen, soll ich nicht wiederkommen? Ich sage, kannst wiederkommen, bei uns ist alles in Ordnung, alles rein, bei uns kannst du sagen, was du willst, bei uns kannst du machen, was du willst, bei uns kannst du machen, was du willst. Das hat er aber auch nicht so richtig verstanden und darum kam er, ja? So kann man sich täuschen, wenn man nicht richtig zuhört. Und jetzt sitzt er da drin und jetzt sage ich ihm, also, er sagt, denke ich an Deutschland in der Nacht, da habe ich gesagt, Quatsch, brauchst du nicht an Deutschland in der Nacht zu denken, legst dich in den Schlafwagen und dann schläfst du in der Nacht, machen bei uns alle, nicht? Und ich sagte ihm vorhin, also, wenn ich es verantworten kann, dann wecke ich dich und dann steigst du aus, bleibst in Deutschland. Jetzt weiß ich, ist mein Renommee Immigrant, man muss ja sowas haben, nicht? Ich habe einen Feind von mir. Der hat sogar einen Renommee-Kommunisten. Man muss sowas haben, ganz heimlich. Beschäftigt er so lange als Ausguckposten in seiner Privatjacht. Yes, I come, yes already. Ich komme ja schon zu Deutsch. Das ist ein Amerikaner, wie Sie hören, ja. Der schläft jetzt hier, der fährt von Amsterdam nach München zurück. Er steigt nie aus, weil die hatten doch in New York diesen Zeitungsstreik. Jetzt wollte er sich hier mal so richtig satt lesen. Ne? Hab ihm Christ und Welt gegeben, war er schon halb satt. Ne? Bitte stopft ja ungeheuer. Ne?
Ja, also wenn der wüsste, dass neben ihm lauter Gewerkschaftsleute liegen, der würde vielleicht sauer sein. Ganz rechts Bausteine Erden, daneben Glas, Gneis und Glimmer. Das halbe Tertiär hier, ja. Und davor Strich, Strip und Töne. Die Musikergewerkschaft, ja. Die kündigen jetzt auch die Tarife, die verlangen die 40-Takt-Sinfonie, ja. Ganz vorne ist die Radfahrergewerkschaft, die verlangen jetzt statt 6-Tage-Rennen die 5-Tage-Rennen. Ja, das ist. Geld, das kann man lassen, ja, genau. Der Fink hat genickt. Das ist ja prima. Heute ist überhaupt ein toller Tag, 27. Na, sehen Sie, was da alles passiert. Heute vor 100 Jahren ist der Rolls-Royce geboren. Also nicht der Rolls, sondern der Rolls. Aber der mit Vor-, ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt. Rolls kenne ich ihn nur. Ich kenne ihn nur unter Rolls, ja. Und heute, vor einer gewissen Zeit, am selben Tag, da haben 7 österreichische Bischöfe haben gesagt, sie würden für den Anschluss stimmen, nicht? Das wissen Sie gar nicht, das muss man ja mal sagen. Und heute vor 8 Tagen, da habe ich gesagt, ich werde das alles sagen, was ich jetzt gesagt habe. Das ist doch ein denkwürdiger Tag, ne? Ich gucke nicht nach dem Text, ich gucke nur nach der Kabine, ja? Damit Sie nicht etwa glauben, Sie. So ist es nicht. Ich glaube, ich wecke meinen Freund, weil ist doch ganz fröhlich bei uns, nicht? Nur, und politisch gesehen ist ja überhaupt gut, nicht? Ja, bloß weil das rausgekommen ist, dass der Stoßtrophierer in der Spiegelnacht einen Gestapo-Kammer. Bitte, so klein. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, ein Symptom noch kein Pogrom und ein Förtsch noch kein. Sie könnten. Sie könnten. Darf ich auch mal hier rübergehen, ja? Sie könnten. Sie könnten ja auch den Professor Thielige fragen, den Bundesbedenkenzerstreuer, nicht? Der Förtsch, das ist ein General, der uns gerade noch gefehlt hat. Ja, der weiß, was die Stunde geschlagen hat. Ich habe allerdings das Gefühl, er liest die Stunde von der Eieruhr ab, aber bitte. Er liest wenigstens, nicht? Das kann man nicht von jedem General behaupten, Sie. Sogar Drehbücher in letzter Zeit, ja, das kann man nicht mal von jedem Schauspieler behaupten, nicht? Und der Förtsch, der muss sich ja wehren, die sind ja alle gegen in diese Gruppe 4711 immer dabei, da, diese literarischen Sappentreiber, diese Asphaltgoethes, die schreiben einfach Bücher über den Krieg aus der Warte des Soldaten. Was sind denn das für Warten, hören Sie mal. Da könnte auch der Werner Fink ein Buch über den Rundfunk schreiben, weil er im Krieg mal Funker war, nicht? Der Förtsch hat vollständig recht, wenn er sagt, also wie der Krieg war, bestimme ich. Ceterum censeo, folglich zensiere ich. Ist ein bisschen frei übersetzt. Ich finde es. Aber es stimmt, und das geht die Leute auch einen Förtsch an, wenn die. Ich glaube, ich wecke meinen Freund jetzt doch nicht. Ich sage ihm, ich kann ihn doch nicht jetzt in den Wald locken, wo die alten Hirsche wieder auf der Schneise stehen, nicht? Hey, hält der Zug, da muss wieder ein Stift an der Lokomotive sein. Da. Was hier. Wo sind wir denn hier überhaupt? Lass doch mal abwischen hier. Ach, Bonn, ich dachte, das wäre ein D-Zug, dass der auf so Stationen überhaupt hält, Mensch. Nee, Frau, Sie können nicht schon wieder mit dem Hund da über Gassi gehen, das geht nicht. Aber wenn, dann sehen Sie zu, dass es keinen Unschuldigen trifft, ja? Das ist doch nicht so. Hier ist wieder ein Betrieb, die Abgeordneten fahren wieder alle nach Hause, es ist wohl etwas Wichtiges im Plenum zu beraten, ne? Ja, es ist bis jetzt so gewesen, jeden Freitagnachmittag um 4 Uhr, da stieß ein Abgeordneter den anderen an und sagte, Achtung, Gambrinus ante portas, ja? Schon wahnsinnig. Ab jetzt ist es anders, nicht? Da wird am Morgen, das habe ich heute gelesen, da wird am Morgen um 8 Uhr wird die Anwesenheitsliste schon gereicht, nicht? Also war das bis jetzt. Jetzt machen sie es um 12, nicht? Früher gingen die Abgeordneten um 8 Uhr hin, haben sich schnell eingetragen und da haben gesagt, wann geht mein Zug? 10 Minuten später ging er, da war man sicher. Und jetzt müssen sie also, um 12 ist die erst da. Na ja, was müssen sie jetzt machen? Jetzt müssen sie eben auf die Sitzung verzichten, ne? Das sind die Folgen des Kap-. Wann fährt er denn nicht weiter, der Diätenexpress hier? Was soll denn der Quatsch? Ach, wir warten auf Erhard. Der sollte hier zum Zuge kommen. Hat ihm der Alte wieder die falsche Abfahrtzeit gesagt, ne? Ja, dem sagen sie dauernd falsch Bescheid. Neulich hat ihm der Alte gesagt, Erhard, jetzt sind sie dran, statt dass der das mal anders versteht. Aber er ist ja so gutmütig, ja? Er rast zum Zug, wenn er eingestiegen wäre, wäre er heute in der Wüste. Es war ein Kohlentransport nach Addis Abeba. Ja, jetzt fährt der Zug weiter. Sie sollten aufstehen in Köln, ja? Rollten Sie raus. Das ist ein ganz rechter. Ich habe es gesehen, der hatte Kölnische Rundschau in der Tasche gehabt. Ich habe genau hingeguckt. Und der soll in Köln aussteigen, im Westdeutschen Rundfunk einsteigen. Weil der Westdeutsche Rundfunk wird nämlich exkrementiert.
Ja, alle Linken kommen dort raus. Die kommen alle zum Bayerischen Rundfunk. Weil das ist ein Sender, sagt Dufus, der absorbiert so etwas spurlos. Ja, ich wüsste ein paar Namen. Ab Montag, Sonntag haben wir noch eine Funksendung, aber dann sehen. Mit dem tauschen wir beliebter Effekt, wissen Sie? Sehr beliebter Effekt. Kiel und Bonn genauso. Die Kieler haben auch gesagt, wir geben euch unser Bestes, wir geben euch Kai-Uwe von Hassel. Jetzt kommt er auf uns zu. Ja, du, wer weiß, wann die Gelegenheit für die mal wieder ist. Sie haben ja recht, ne? Jetzt haben wir ihn, ja, den nordischen Vergangenheitsbewältiger. Sieh, der hat da oben schon so viel Vergangenheit bewältigt, dass die Leute jetzt erst merken, wie viel wir überhaupt haben da oben sind. Das ist eine echte Entnazifizierungslücke. Die Lücke am Kai, würde ich sagen. Vielleicht locken wir ihn mal in ein Münchner Hotel, wird er vielleicht verschleppt. Ne? Ja, die Franzosen schicken ja alles zurück. Das ist ja, mit den Franzosen ist ja auch keine Ehe, nicht? De Gaulle und Alnau ist ja auch keine Ehe, das ist ja mehr eine goldene Hochzeit. Die haben viel gemeinsam, die beiden, sie doch. Nur in einem, mit einem Unterschied, ja? De Gaulle droht manchmal mit Rücktritt. Ich glaube, ich wecke meinen Freund jetzt. Ich wecke ihn und sage ihm, er soll weiter schlafen. Ne? Und wenn, ich werde jetzt abgelöst. Wenn Sie mich suchen sollten, ich bin nebenan im Waggon. Ich habe dort noch einen Renommee-Sozialdemokraten. Man muss ja mit dem Äußersten rechnen, Sie jetzt. Und wenn Sie glauben, ich könnte Schwierigkeiten kriegen, weil ich im Gambrinus-Schlafwagen dies und jenes gesagt habe, nee, mir kann keiner was beweisen, weil der Gambrinus hat nämlich gar keinen Schlafwagen. Fernsehabend, liebe Fernsehzuschauer, hier im Studio, aber besonders draußen an den Apparaten. Roman singt, da legst du dich nieder. Böse Menschen singen immer wieder. Lassen Sie sich durch diesen kleinen Scherz nicht verschrecken. Behalten Sie ruhig Platz, damit Sie wenigstens etwas Nun genügen wir wieder unserer Fernsehunterhaltspflicht. Wir unterhalten nicht nur ein Heer von Angestellten. Nein, hin und wieder auch Sie, verehrte Zuschauer. Nein, wird unser Abteilungsleiter das gut finden. Nun sitzen Sie zu Hause in Ihren gemütlichen Fernsehsesseln. Draußen pulst das Leben an Ihren Fenstern vorbei. Sie aber sitzen drinnen und halten den Puls Ihrer Frau. Einer nach dem anderen. Vielleicht aber ist sie auch gar nicht da. Und sie fragen sich innig und gedankenschwer, wann kommst du wieder?
Und das ist der Titel unseres nächsten Liedes. Wann kommst du wieder? Das Lied einer chronischen Seemannsbraut. Ich aber gehe in den Hintergrund und mache die Wellen. Ich bin schon einer. Wann kommst du wieder, du mein Vollmatrose? Du brachtest Flieder und auch manchmal eine Rose. Du hast zum Abschied mich gekniffen, dann hört ich deinen Dampfer tuten und dann hast du dich eingeschifft nach Hongkong oder zu den Aleuten. Als ich gesungen meine Seemannslieder, bist du aufgesprungen und nie mehr kehrst du wieder ein. Denn er tanzte Paso Doble, einmal hin und einmal her. In der Gegend von Grenoble und er sah von dort das Meer. Ahoi! Und Hasi Osterwald ist immer der Boy. kennst du überhaupt Grenoble? Ja. Weißt du genau, wo das liegt? Ja. Sag mal, sieht man von dort überhaupt das Meer? Schwer. Was wollte der Dichter damit sagen? Ganz einfach, der Schlager war ursprünglich für Freddy Quinn gedacht und der sieht von überall das Meer. Ich bringe Ihnen jetzt ein kleines italienisches Liebeslied, das ursprünglich in deutscher Sprache geschrieben wurde, in einer neuen schwedischen Übersetzung. Glühwürmchen, Glühwürmchen. Rödkjevra, Rödkjevra, Schienere, Schienere. Rödkjevra, Rödkjevra, Schienere, Schienere. Gott, was ist Gottes Willen. Was ist denn los? Was es ist genau, los? Es ist genau 20.45 Uhr. Um 20.45 Uhr bis 21 Uhr ist im deutschen Fernsehen BV. Wieso, was heißt BV? Busenverbot. Ach nee, plötzlich. Und in Figaros Hochzeit, da sahen die Damen aus wie ein überfüllter Obstkorb. Wie das? Gleich können die Äpfelchen rausrollen. Denn Fallobst in Figaros Hochzeit ist Kunst und was Sie machen, ist Unterhaltung. Ach, aha, ich stelle also fest, es gibt einen Kunstbusen hier und einen Unterhaltungsbusen dort. Ne? Tiefstaplerin, hier können Sie haben, was Sie wollen. Hier können Sie haben, was Sie wollen, aber keinen Werbebusen. Der Dekolleté bleibt zu und jetzt singen Sie. Nee. Unter den Umständen nicht. Glauben Sie vielleicht, ich habe Stimme. Wenn ein junger Mann kommt, der weiß, worauf's ankommt, sag ich zu ihm. Na, was machen Sie denn hier eigentlich? Och, wir tändeln nur ein wenig. Wir tanzen bei der neuen Televisionsshow. Ah, der warme Jakob oder der Konditionsregel von 1860. Ballett, ne? Wie Sie wollen. Darf ich mitmachen? Hinten anschließen. Rein, Lilien, rein. Herren, im deutschen Fernsehen ist es gelungen, drei Künstler zu einem Trio zu vereinen, das einmalig bleiben wird. Die drei Musketiere, die drei Lancer, die ihr Schiff nach Amerika freudig verpassen. Bill Ramsey, der Bürger von Kansas City. Gus Bacchus, die singende Säge von Miami. Und Chris Howland, der Radebrecher von Lockstedt. Mit anderen Worten, der singende deutsche Besatzungsschaden. Heimat klang so weit, so weit. Doch als man uns zurück nach Haus gesandt, tat's uns herzlich leid mit extra Marsch. Hey, Billy! Hey, Chris! Hey, Gus! Hey, Babariba! Gus, kannst du jetzt richtig Deutsch? No, ich übe gerade gebrochen Englisch. Warum übst du nicht Deutsch? Weil ich das schon gebrochen kann. Was machst du eigentlich, wenn du dann richtig Deutsch kannst? Dann frage ich Marika Röck, was die dann gemacht hat.
Hey, Willi. Hey, Kraus. Wie geht es deiner Stimme? Okay, Jubel, Trubel, Heiserkeit. Bleibe heiser, Billy, werd nicht leiser, Billy. Sag die Platten in das Tree. Du bist Kaiser, Billy, bist du heiser, Billy. Ich bleib heiser, nur für sie. Hey, Willi, ist es nicht anstrengend, immer so heiser zu sein? No, heiser zu bleiben. Wie schaffst du das? Ich erkälte mich, wo ich kann. Hab Cheap! Gesundheit! Mal den Teufel nicht an die Wand! Ich bringe Ihnen jetzt ein kleines schwedisches Liebeslied in einer neuen chinesischen Übersetzung. Rötkäberer, Rötkäberer. Ching, Chingeming, Chingeming. Hing, ching, ming, ching, ming, man, ping, pong, hing, ching, ming. Verzeihung. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ist Krawutki hier vorbeigekommen? Keine reine Unterhaltungssendung. Bitte erwarten Sie keine reine Kabarettsendung. Bitte erwarten Sie nicht, dass Sie mich selber abschießen. Erwartet jemand einen Anruf aus Mainz? Hier! Ja! Meine Damen und Herren, ich bringe Ihnen jetzt noch ein kleines chinesisches Liebeslied in einer ganz neuen deutschen Übersetzung. Hing, Ching, Ming, Mang, Ping, Pong. Gib zwei vor. Leuchtröhrchen, Leuchtröhrchen, Röhre, Röhre. Leuchtröhrchen, Leuchtröhrchen, Röhre, Röhre. Na, wer sind denn Sie jetzt schon wieder? Nee, ich bin der Dietz, du kannst mich duzen. Du unterbrichst deine Uraufführung. Ja, aber ich habe gerade mit Mainz gesprochen. Das ändert die Sache natürlich völlig. Was ist denn mit Mainz? Mainz wird so gut, dass Sie es kaum noch selbst verantworten können. Was? Und um nicht verantwortungslos zu erscheinen, haben Sie beschlossen, in Ihren Unterhaltungssendungen das Niveau... Was? ...des ersten Programms zu halten. Ahoi! Opa Schnulze, Opa Schnulze ist tot. Opa Schnulze ist tot, Opa Schnulze ist tot. Hat so mancher sich gedacht. Doch man hat über Nacht die ins Fernsehen gebracht. Dort ergriff sie gleich die Macht. Können wir aber was vergessen? Was? Na uns? Uns? Wieso uns? Was haben wir mit der Art von Unterhaltung zu tun? Und wir die Rumhopserei sowieso nicht leiden können. Ich hebe im Fernsehen kein Bein. Ja. Um von da aus nochmal auf den Titel zurückzukommen. Jetzt möchte ich wissen, wie der von meinem Bein auf Halt die Presse kommt. Nein, nicht von deinem Bein. Das ist schwer dahin zu kommen. Von da aus habe ich auch nicht gedacht. Aber um vom Thema nochmal zum Thema zu kommen. Da bin ich aber auch gespannt. Ja, nun mach mit bei so einer Show mit Dings und so und dann Halt die Presse in der Hand am nächsten Tag. Schade. Oder wir hatten gerade so ein schönes Angebot für eine Riesenshow mit allem drum und dran. Nie! Und drin? Wie viel? 50. 1000? Nee, Fortsetzung. Ja dann. Im Hotel Victoria. Da guckt ja keiner richtig an. Das ist schon nicht so wichtig. Im Hotel.